schmeißt die bösen Rentner doch endlich aus ihren Häusern und aus ihren Wohnungen raus. Denn die verbrauchen zu viel Platz. Und obendrein ist es doch viel besser, wenn junge Familien in den Wohnungen günstig wohnen können. Ja, was irgendwo so ein bisschen klingt, als wäre das ja so ein futuristisches Szenario, wo man plötzlich sagt, ja, wenn du deinen gesellschaftlichen Beitrag geleistet hast, dann verschwinde bitte aus unseren Augen und such dir irgendwo eine kleine Wohnung, vielleicht noch in einem riesigen Wohnblock. Und unabhängig davon, was du in deinem Leben gemacht hast, was du für dich selbst geschafft hast, völlig egal. Du denkst, dass das jetzt ein bisschen übertrieben war, die Formulierung war es vielleicht, aber nein. Das fordert aktuell eine Grünen-Politikerin, die sagt wirklich so, ja, die Alten sollen doch aus den Wohnungen, aus den Häusern raus, denn die Jungen brauchen Platz. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf. Zuallererst, warum hat das Thema hier auch was auf Steuern mit Kopf zu suchen? Denn die Grünen-Politikerin fordert hier auch eine steuerliche Entlastung, auf die ich dann noch eingehen werde, bevor jetzt gleich wieder alle schimpfen, ja, das hat doch nichts mit Steuern zu tun. Doch, hat's, weil sie es explizit so gesagt hat. Und zwar Grünen-Politikerin Christiane Johanne Schröder, 39 Jahre alt, schlägt aktuell vor, dass Rentner hier ihre Wohnungen verlassen sollen oder auch ihre Häuser, die sie, sag ich mal, sich aufgebaut haben, zusammengespart haben und verzichtet haben, um hier für jüngere Familien ganz einfach Platz zu machen. Der Hintergedanke ist natürlich vielleicht nicht ganz schlecht, weil man sagt, okay, wer weniger Platz braucht, soll weniger Wohnraum haben. Aber trotzdem ist es schon so, dass man sagt, okay, diese Personen haben sich das über Jahre hinweg weggespart. Warum ich das jetzt aber hiermit aufnehmen wollte, ist durchaus der, ich sag's mal wieder mal, das wirtschaftliche und steuerliche Wissen einiger Finanzpolitiker bzw. auch grünen Politiker, was sich hier gerade vereint, wo übrigens heute noch ein Video zu Olaf Scholz auch kommt, wo man ganz klar sagen muss, die Idee wäre dahinter, die Rentner sollen doch umziehen und die Mietzahlungen können sie dann von der Steuer absetzen. Das ist jetzt ganz schlau. Aber kommen wir gleich am Ende noch dazu, was das Ganze bedeuten würde. Denn in dem Zusammenhang ist es so, hier grundsätzlich, die Wohnungsnot in Deutschland ist ja weiterhin ein massives Problem. Also die Mietpreise gehen nach oben und Wohnraum wird nicht günstiger und auch nicht besser. Vor allem wäre es aktuell leider am größten Teil schuld dran, Bürokratie und Steuern. Denn allein die Nebenkosten belaufen sich ja je nach Bundesland zwischen 5% und 10%. Plus on top kommen natürlich nochmal Verwaltungskosten. Plus on top kommen natürlich noch beim Neubau die massiven hier bürokratischen Kosten. Habe ich ja schon mal ein Video dazu gemacht, wie sich das Ganze einfach zusammensetzt. Das heißt, Wohnraum könnte schnell geschaffen werden, sogar unter aktuellen Bedingungen. Hier, wenn man, sage ich mal, nicht 5, 10 oder 20 Ämter braucht, wo man hier sich dann melden muss. An der Stelle ist es so, wie gesagt, Christiane Johanne Schröder fordert dann, dass man in dem zusammen sagt, hey, du darfst im Großen und Ganzen hier dann in eine andere Wohnung umziehen, darfst dein Haus dann vermieten, also sprich das Haus, wo du jahrelang im Großen und Ganzen reingearbeitet hast, das du auch selbst für dich im Alter hergerichtet hast, sollst jetzt eine junge Familie vermieten. Du sollst in eine kleinere Wohnung gehen, aber die Miete darfst du dann steuerlich ja, absetzen. Bedeutet im Großen und Ganzen, du darfst es hier in irgendeiner Form von deinen ja, von deinem zu versteuerten Einkommen oder ähnlicher Form hier ganz einfach steuerlich geltend machen können. Auch Lisa Paus, unsere Lieblingspolitikerin der Grünen, hat hier durchaus für diese Probleme ein Ohr offen und sagt, sie die Idee gefällt ihr durchaus schon mal sehr gut. In dem Zusammenhang ist auch die SPD relativ schnell dabei mit dem SPD-Wohnexperten Bernhard Daldrup, der 67. bestätigt, dass die Erleichterung für Senioren beim Umzug bereits länger in der Politik diskutiert wird. Spannend ist an der Stelle, ob es hier dann erstmal so ein bisschen, ja, wir machen mal eine Steuererleichterung und dann vielleicht eine Enteignung und ein Zwang werden soll, wo man ganz klar sagt, hey, wir probieren es erstmal 3 Jahre und wenn ihr dann sagt, hey, ihr wollt nicht umziehen, dann gibt es im Grunde einen Zwang. Aber man muss da auch dagegen halten, ob das wirklich eine so schlaue Idee ist, zumindest aus sozialpolitischen Themen heraus. Denn unter anderem Sozialverbände und andere Verbände sagen ganz einfach, das ist doch einfach nicht möglich oder ist doch nicht sinnvoll, auch aus sozialen Gründen heraus. Denn ältere Personen sind schon sehr stark verwurzelt in ihrem Umfeld
Und wenn sie sich plötzlich mit 70 nochmal umgewöhnen müssen, dann fällt das vielen schwer. Manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Und der Eigentümer vom Band unterstützt den Ansatz hier jedoch grundsätzlich, weist wie gesagt hier jedoch immer wieder auf einige Probleme hin und auch auf die steuerpflichtiges Einkommen, das geringe steuerpflichtige Einkommen. Und da möchte ich eingrätschen und möchte mal ganz klar sagen, das ist, glaube ich, der große Denkfehler, den viele Politiker aktuell haben. Denn viele denken ja, boah, wenn du in Rente bist, dann verdienst du einen Haufen Kohle. Die Durchschnittsrente beträgt aktuell 1600 Euro pro Monat. Und ich habe das ja schon mal in einem Video zusammengerechnet. Bei der Durchschnittsrente würdest du 400 Euro Steuern zahlen. Also im Großen und Ganzen will man hier Steuervorteile für Rentner verkaufen, für Personen, die nicht mal wirklich Steuern zahlen. Die einzigen, die davon profitieren würden, eventuell, wären vermögende Personen, bloß vermögende Personen werden nicht umziehen, weil die in, sag ich mal, Häusern wohnen, die sie explizit für sich hergerichtet haben, wo vielleicht auch schon teilweise die nächsten Generationen drauf im Auge haben. Das ist hier durchaus wieder mal ein Sonderfall. Aber zu sagen, hey, die Rentner, denen geben wir jetzt Steuererleichterungen, wenn jemand mit 1600 Euro, was meines Erachtens schon eine sehr hohe Rente ist, weil ich kenne sehr, sehr viele Rentner, die auch weniger zahlen, beziehungsweise nicht zahlen, sondern bekommen, was bedeutet, die zahlen teilweise gar keine Steuern, haben aber ein Haus, das sie im Grunde damit unterhalten, mit ihrer Rente und dementsprechend schon die große Frage, okay, macht das überhaupt Sinn? Ist das wieder ein Punkt, wo man sagt, hier wird ein Verfahren angestoßen, um eventuell ein paar Parteikollegen hier in Ämter zu bringen, um zu sagen, wir brauchen vielleicht hier ein neues, was weiß ich, Rentnerumsiedlungsamt, vielleicht als kleine Unterorganisation, zum Beispiel im Familienministerium, wo ja eh schon Lisa Paus sehr stark involviert ist, was ja unter anderem auch mit den größten Haushalt hat, jährlich, mit, ich glaube, aktuell 170 Milliarden oder sowas sind es, was man durchaus nicht unterschätzen darf. Hier werden auch gerade durch solche zusätzlichen, unnötigen Tätigkeiten hier ganz einfach, ja, sag ich mal, Positionen, Personal aufgebaut, was man einfach nicht brauchen würde. Was zwangsläufig langfristig wiederum hier in steigenden Personalkosten und Steuern für Nettosteuerzahler am Ende ganz einfach sich arbeitet bzw. auswirkt. Und bedeutet an der Stelle auch, da muss man sich wieder fragen, was soll dieses Umsiedlungsprogramm, wenn es durchaus auch hier gesetzlich einfachere Möglichkeiten gäbe, wie zum Beispiel lustigerweise, was wir gestern im Video hatten, hier die Diskussion zum Thema Freibetrag in der Grunderwerbsteuer oder zum Beispiel eine volle Freistellung für Ersterwerb zum Eigentum, zum Selbstbezug, dann würde man diese Probleme komplett schon mal wegbekommen, weil viele Familien würden sich dann mal schnell, sag ich mal, 10, 20, 30.000 Euro sparen. Oder an der Stelle auch wieder natürlich der wichtige Punkt, wo man sagt, einfach vielleicht mit den Bürokratiekosten drücken. Ich habe es dir schon mal erzählt von einem größeren Bauprojekt, was ein Mandant von mir hatte. Da waren gleich, weiß ich nicht, 5, 6 Ämter waren, sag ich mal, involviert für ein Neubauprojekt, was eigentlich Wohnungen geschaffen hat. Hier in Regensburg zum Beispiel, ich glaube, es sind aktuell, wenn ich mich jetzt nicht täusche, 300 Wohnungen, die teilweise seit mindestens 5 Jahren darauf warten, dass die Ämter in die Gänge kommen. Wo man ganz klar sagen kann, da weiß das eine Amt nicht, was das andere tut. Gab es letzte Woche hier in Regensburg einen Artikel, ich glaube, es waren 200 Wohnungen mit einem Gebäude, was seit 8 Jahren Baustillstand hat, weil die Stadt, zum Beispiel Stadt Regensburg, es hier nicht auf die Reihe kriegt. Obwohl man ganz klar sagen muss, hey, genehmigt das doch, dann haben wir in Regensburg, einer Stadt mit 160.000 Einwohnern, schnell mal 400 Wohnungen mehr. Andere Baugebiete, ich denke, dass das nicht nur bei den großen oder größeren Baugebieten der Fall ist, sondern auch kleinere Mehrfamilienhäuser, wo man sagt, hey, das sind mal schnell 20, 30 Wohnungen, die dann gebaut werden. Oder auch Einfamilienhäuser, Mehrgenerationenhäuser, was zum Beispiel auch bei unseren Mandanten gerade immer wieder mal angesprochen wird. Hey, wie schaut es denn aus mit einem Mehrgenerationenhaus? Können wir das so planen? Wie machen wir das? Vermietung an die Eltern, Eltern schenken uns dann Teile und sonst irgendwas. Das sind durchaus spannende und diskussionswürdige Themen, wo man ganz klar sagen könnte an der Stelle, hey, das macht doch durchaus Sinn. Aber an der Stelle will man wieder eher drauf schauen, dass man hier im Bürokratiebereich mehr aufbaut, als abbaut und wundert sich dann später, wenn zum Beispiel auch wie jetzt beim aktuellen Gesetz, wo es ja hier um die Thematik geht mit den Reisepässen, wo man, ich glaube, jetzt aktuell 5 Jahren im Grunde den deutschen Pass nachgeschmissen bekommt, wo man eigentlich sagen könnte, hey, liebe Leute, dann doch lieber zurück zu einem, ja, sinnvollen Motto, wie nicht, wie es heißt, ja, kommt nach Deutschland, ihr bekommt gut Gehälter, wir nehmen euch die Hälfte wieder weg.